Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, die jüngsten Corona-Regeln im Lockdown beeinträchtigen die Gesellschaft auch hier vor Ort immer mehr. Deshalb hat sich die Stadt Mühldorf am Inn für den Pilotversuch nach dem Tübinger Modell beworben. Was das genau ist, das erfahren wir nun von Bürgermeister Michael Hetzel im Interview. Herr Hetzel, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview nehmen. Es gibt ja aktuell Neuigkeiten. Was gibt es denn da genau zu berichten? Wir haben Neuigkeiten. Also wir haben uns ja am 22.03. für das Pilotprojekt Tübinger Modell in Mühldorf am Inn ins Gespräch gebracht. Und mittlerweile sind die Bewerbungsmodalitäten vom Herrn Staatsminister Holleczek konkretisiert worden. Und wir haben dahingehend unsere Anfrage, ob so ein Modellprojekt in der Kreisstadt Mühldorf am Inn durchführbar ist, konkretisiert. Und haben hier nochmal einen Nachfragebrief an den Herrn Söder, an den Herrn Staatsminister Holleczek und an die Frau Regierungspräsidentin Els geschickt. Was ist denn das Tübinger Modell überhaupt? Genau, das Tübinger Modell sieht vor, dass mit einer starken Testkompetenz in einer Stadt alles wieder geöffnet werden könnte. Das heißt, man erlangt ein Tagesticket, heißt es in Tübingen. Um das Stadtzentrum der Mühldorfer Kreisstadt sind einzelne Testzentren, auch eins in der Innenstadt, gelegen. Und in diesen macht der Kunde oder der Besucher der Kreisstadt Mühldorf einen Schnelltest. Und sobald dieser negativ wäre, also er ist Corona-frei, kann er die Innenstadt besuchen und kann dabei natürlich weiterhin mit Maske alle Einkaufsmöglichkeiten, die Gastronomie und auch die Kulturveranstaltungen im historischen Kern der Kreisstadt Mühldorf am Inn wieder besuchen. Wie würde die geplante Umsetzung für die Stadt Mühldorf am Inn aussehen? Die geplante Umsetzung wäre, wir müssen uns sehr nah momentan an die Vorgaben halten, die der Holleczek in seinem Positionspapier hier aufgestellt hat. Deswegen muss man auch vorab gleich sagen, es ist immer noch nicht perfekt, aber die Voraussetzung wäre, man braucht ein sehr eingrenzbares Innenstadtzentrum, das haben wir mit der historischen Stadt in der Kreisstadt Mühldorf am Inn. Das wäre der Modellbereich, in dem in diesem Innenbereich alle Händler, Gastronomie und Kulturbetriebe wieder öffnen dürften. Und eben als Satelliten außenrum die Testzentren gegliedert wären. Also BAK, das Landratsamt, diese Einrichtungen, die bereits testen, auch Apotheken, wären in diesem Zug mit hinzugezogen und würden außenrum an den Parkplätzen zur Innenstadt testen. Dadurch kommt man dieses Tagesticket und in der Innenstadt kann man dann damit einkaufen oder die Einrichtungen nutzen. Dienen soll es dem Ganzen, es soll ein Modellversuch werden, ob mit dieser Konstellation man für den ganzen Freistaat Bayern wieder, ich sage mal, den meisten Bürgern ein normales Leben bieten kann, ohne Risiken, ohne Einschränkungen, aber auch dem Unternehmertum auch wieder eine wirtschaftliche Perspektive geben kann. Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger, beziehungsweise wie wirkt sich das auf die Bürgerinnen und Bürger aus? Der Bürger kommt, zum Beispiel parkt am Zentralparkplatz sein Fahrzeug. Wir würden dann an der Baumallee neben der Grundschule ein Testzentrum errichten. Hier meldet er sich an, macht einen Test, bekommt dann von uns eine kleine Visitenkarte mit einem QR-Code drauf. Den kann er mit dem Handy abscannen, kann vom Prinzip her auch dann schon in die Innenstadt hineingehen und spätestens nach 15 Minuten bekommt er die kurzen Hinweise auf dem Handy. Der Test ist negativ, es wird ein grünes Feld und das kann man dann überall herzeigen und kann damit dann in die Geschäfte reingehen. Man kann auch für die kein Handy haben, es muss ja für alle möglich sein, natürlich dann die 15 Minuten auch vor Ort warten, dann bekommt man einen Papierpassierschein. Genau. Und damit soll wirklich wieder ein positives Signal in der jetzigen Zeit einfach ausgesendet werden. Warum glauben Sie, dass die Stadt Mühldorf am Inn für einen solchen Pilotversuch besonders geeignet wäre? Ich glaube, dass Mühldorf besonders geeignet wäre, weil wir einmal unseren historischen Stadtkern ist. Das ist auch das, was der Staatsminister Holleczek schreibt. Es muss eine Innenstadt sein, die stark eingegrenzt ist, die für diesen Modellversuch geeignet ist. Dann ist es so, die Stadt darf nicht zu groß sein, damit sie keinen zu großen Magneteffekt in die Umgebung hat. Ich glaube, das ist Mühldorf mit seinen 22.000 Einwohnern nicht ganz geeignet. Aber sie muss so viel Zuzug entwickeln können, dass natürlich diese Modellerhebungen auch repräsentativ werden. Und ich glaube, mit einem Einzugsgebiet von 250.000 Menschen in 30 Kilometern Umgriff oder auch einer Zentralitätskennziffer von 231, das ist deutlich mehr als Rosenheim, Landshut oder solche Städte haben,
sind wir hier geeignet, damit das Modell auch repräsentativ am Ende des Ganzen wird. Und deswegen bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass Mühldorf hier ein geeigneter Standort wäre. Es gibt ja auch einige Unterstützer, die das Projekt mit unterstützen. Wer ist denn das genau? Wir haben mittlerweile zahlreiche Unterstützer für diese Sache gewinnen können. Als erstes, ich habe schon vorher genannt, die Testeinrichtungen, ob es hier das BAK ist, ob wir hier auch die Apotheken, die hier unterstützen wollen. Wir haben den Einzelhandelsverband, wir haben einen Landrat, der auch für das wirbt. Wir haben die Freien Wähler, die sich dafür einsetzen, dass so ein Modellversuch nach Mühldorf kommt. Wir haben die Hochschule Mühldorf, den Campus Mühldorf gewinnen können, der das Ganze studientechnisch begleiten würde und mal die sozialen Auswirkungen eines Lockdowns auf die Bevölkerung hier erforschen möchte. Wir haben die IHK, die mit ihren 8000 Betrieben aus den Landkreisen Altötting und Mühldorf diese Bewerbung unterstützen. Also man kann sagen, wir haben wirklich zahlreiche Unterstützer, die wirklich dahinter stehen und hier gemeinsam versuchen, was hier für die Region zu erreichen. Das ist mir auch wichtig. Es soll kein Alleingang der Kreisstadt Mühldorf sein, sondern ich möchte diesen Modellversuch in die Region bringen. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir es in der Region haben, können auch ganz viele andere Gemeinden dann partizipieren in einem späteren Schritt. Und man kann viel schneller diesen Modellversuch hier auch auf andere Gemeinden ausrollen. Der Brief ist ja jetzt geschrieben. Und wie ist das weitere Vorgehen? Also nach dem Schreiben ist es so, es wird von der Regierung, von Oberbayern alles zusammengesammelt und wird dann in einer Landtagsdebatte morgen diskutiert, wie die Sache weitergeht. Wir haben von der Frau Els, der Regierungspräsidentin, schon die Antwort bekommen, dass wir, obwohl wir einen Teil der formalen Voraussetzungen nicht erfüllen, wir sind keine große Kreisstadt und das war im Schreiben von Herrn Holecek eine der Bedingungen, trotzdem vorgelegt werden und trotzdem in den Bewerbungsunterlagen auch auf dem Landtag vorgelegt werden. Das ist schon mal ein großer Erfolg für uns und das zeigt ja, dass unsere Anfrage, unser Positionspapier sehr, sehr gut erarbeitet wurde und da wirklich ein Gesamtpaket bietet, was für die Regierung von Oberbayern stark ist. Und jetzt müssen wir schauen, was morgen im Landtag dabei rauskommt. Vielen Dank, Herr Hetzel, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für das Interview und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Das Team von Schmidt Video wünscht der Stadt Mühldorf am Inn viel Erfolg und drückt die Daumen, dass es mit dem Pilotversuch hier im Mühldorf klappt. Selbstverständlich werden wir auch weiterhin topaktuell für Sie bei diesem Thema dranbleiben. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihre Nicola Koska.